Pässe. Sportlimo. Was? Pöp Sportlimo, na geil. Na geil. Ah, Cops. Toll, die drehen immer. Bist du noch keine RP-Sirene? Ich will auf RP-Sirene, da bist du noch mal schon zu gewinnen. Sollen wir einsteigen und fahren? Ja. Noch jemand da. Wir sind ja verfolgen die Fisch. Scheiße. Es war aber so logisch. Kannst du mal kurz spotten? Da will man. Ja, der fährt jetzt zu dir. Ha? Und der fährt zu dir. Nicht zurück. Ach nee, hä? Jetzt fährt er. Oh, scheiße, jetzt fährt er weg. Das sind echt. Meine. Depperte. Einfach nicht helfen. Oh, die haben bisher noch keine RP-Sirene offen. Was ist denn? Verfolgen die euch oder was, die Cops? Ja. Oh, ja. Ich bin gerade wieder am Schenkel reißen. Wieder zurück. Ich habe eine kleine Runde ums Haus gedreht und wieder zurück. Vielleicht wissen sie, dass sie verlieren. Kommst du wieder zurück? Ja, AP-Sirene. Ah. Gut, dann mach dich schon mal bereit. Ja, ich bin bereit. Komm zu dir. Oh. Die haben eh schon Backup gedrückt. Wo kommst denn du lang? Ich komme um die Kurve rum. Ja. Schießen schon. Ja, aber logisch, okay. Alter. Da war noch einer drin, ne? Ja, drei Leute. Ah, Bullenhelm, jetzt soll ich drauf schießen. War logisch, Alter. Aber lass einfach noch ein bisschen fahren. Alles unter Kontrolle? Naja. Gut, Apotheke ist tot. Ach, den Taser hol ich mir jetzt nicht erst. Ah. Wo bist du noch da? Ich hab einen aus dem Helikopter rausgeschossen. Geht die Helke down? Nee, da landet. Haben die jemand abgesetzt? Wow, die haben jemanden abgesetzt, fuck! Nein! Ist er tot? Nein, getasert. KW. Auf der anderen Seite. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, Scheiße.
Sie müssen es doch erstmal abgleisen. Wie wollen Sie das hier im Hof machen? Sie euch doch. Büro. Büro. Ja, wieso? Ich hab's doch losgesendet. Funk. Hallo? Ja, mit dem Fax und dann haben Sie gesagt, mich, das ist. Wollen Sie mich hier anzweifeln, wenn ich sage, Sie gehen ins Büro und tun das Foto abgleichen? Genau, hopp, hopp. Gefällt. Da zack ich jetzt. Das ist vollgesetzter Junge. Tu mal was für deinen Gehalt. Endlich also. Gut, also kommen wir mal zum Thema zurück. Wie machen wir jetzt hier weiter? Also Sie haben dafür auch keine Genehmigung, nehme ich an. Also Sie sind einfach hier naturschützerisch mit illegalen Waffen auf Ihren Rücken sind Sie da hingefahren und haben gedacht, okay, mache ich klar, mach den Sumpf mal leer. Aber seien Sie froh, dass es zumindest noch solche Menschen geben, die sich um die Natur kümmern. Naja, also in gewissen Maße bin ich eigentlich auch ein bisschen sauer auf Sie, weil gucken Sie sich mal meine Hellcat an, wie viele Löcher da gerade drin sind. Sie verdienen, und, das will keiner. Auf Schießen. Ich kann Ihnen auch mal meinen Kollegen zeigen. Die ist doch frisch lackiert. Hinten, der hat auch viele Löcher. Ne? Also ist jetzt ja, nicht wenn so Sie toll auf uns gewesen, schießen. Aktion. Meine, Sie hätten ja auch aussteigen können und mit uns reden können und nicht sofort losballern. Ja, Sie hätten auch einfach anhalten können und nicht warten, bis dass wir sind Sie verfolgen. Wir standen ja die ganze Zeit, dann sind Sie Ründchen um Ründchen umgedreht und uns verfolgt. Und dann erinnere ich mich, haben Sie mir gesagt, Sie wollen mit uns reden. Nee, hätte ja auch sein können, dass hier irgendwelche Rebellen Ihr Fahrzeug geklaut hätten. Das sehe ich anders, die Herren. Das sehe ich anders, also Sie können hier nicht einfach auf Beamte schießen. So geht das ja nun nicht, ne? Ja, Sie haben ja erst auf uns hier geschossen, ne? Ja, auf die Reifen, ja? Nicht auf Ihren Kopf. Ja? Nee, in meine Richtung. Ja. Ist jemand irgendwie von Ihnen gestorben? Irgendwie Nein. müssen wir Sie ja zum Stehen bringen, ja? Wir haben Sie noch hier mit nicht tödlicher Gewalt zum Stehen gebracht und hier angehalten. Also denke ich ja, es war alles im Rahmen. Sie auch gar nicht aber das die ersten Kugeln, gebracht, die geflogen aber, sind, ja. Die sahen ganz, ganz anders aus, ne? Ja, wie gesagt, irgendwie müssen wir sie ja zum Stehen bringen, wenn sie vor uns flüchten, also schießen wir ihnen auf die Reifen. Völlig klarer Sachverhalt, ja? Vielleicht hätten sie einfach mal sagen sollen, dass sie uns hier anhalten möchten, ne? Ich meine, der Herr, mit dem ich da letztens. Der Herr mit dem Uranmüll im Sumpf und so, das war ein ganz netter Kerl, mit dem habe ich mich da wunderbar unterhalten. Das war nicht so ein Kaliber wie Sie zwei hier. Ja, das weiß ich auch nicht, wer das war. Ich nicht. Also, Sie haben sogar hier einen meiner Kollegen in meiner Hellcat ermordet, ne? Sie müssen überlegen, er hat Familie, er hat Kinder. Wissen Sie eigentlich, was da jetzt... Ich habe auch noch zwei andere Leute mitgenommen, die im Auto saßen, weil die hier rumgeballert haben auf mich. Ja, das ist ja schön, aber wer soll denn jetzt da hingehen? Meinen Sie hier, der Herr Bobby Dollar geht jetzt heute Abend dahin und sagt ihm und seiner Frau hier, tut mir leid. Ja, der ist doch Chef von der Polizei, ne? Vater ist tot, muss ja da hingehen. Kann man nichts mehr machen. Nee, die Polizisten hätten ja erstmal mit uns reden können, ne, bevor sie das Feuer auf uns eröffnen. Na gut, wenn Sie flüchten, wie gesagt, dann werden wir immer das Feuer auf Ihre Reifen öffnen. Also ich habe ein Ründchen da rumgedreht und bin dann wieder weitergegangen und habe weiter Kröten verarbeitet. Das Ründchen reicht ja auch schon, das kann doch schon als Flucht werden, ne? Und wo Sie noch nicht gut, mit der Sirene anhaben, also, dass Sie uns anhalten wollen, ja? Ja, so ist das. Das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, da ich, wie Sie bestimmt mitbekommen haben, ca. 600 Meter über ihnen im Helikopter saß, weiß ich jetzt nicht, wann die Herren da genau, welche sie gezündet haben. Auf jeden Fall sind keine Schüsse auf ihren Körper gerichtet gefallen, ne? Es sind drei Schüsse in der Hausfahrt eingeschlagen, wo ich daneben stand. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, so würden meine Kollegen nicht handeln, ne? So. Die Herren, also, der Herr Neumann, was war bei Ihnen? Ich glaube, 900.000 oder was? 960. Minus 960. Den M-Mord. Na gut, 960 minus den einen Mord, Herr Neumann. Das wären dann immer noch 760.000. Sind Sie in der Lage, das Geld zu zahlen? Ja. Ja, gut. Dann würde ich Ihnen jetzt einmal die Handschellen abmachen, damit Sie mir mal ein Zettelchen hier unterschreiben können. Würde Ihnen die Quittung ausstellen, wird Sie bitten, das zu unterschreiben. Mein Kollege ja, wird aufpassen, dass Sie hier nicht von dannen laufen, ne, und nur, dass Sie Bescheid wissen. Gut, dann machen wir einmal eine kleine Rechnung fertig. Nein, die haben wohl völlig vergessen, die illegalen Waffen, ne, damit aufzuzählen. Richtig, und Beschuss und so weiter. Ja. So, würde ich Sie bitten, unten links zu unterschreiben, genau. Durchschlag ist für Sie, das wenn der jetzt ganz schnell ganz könnte, drauf vor dem Ordnungsamt wegkommen. Da abgebucht, ne? Dann würde ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen, Herr Neumann, beziehungsweise können Sie auch gleich warten. Hier, ich würde Sie auch zur Not noch zurückbringen zu Ihren LKWs.
Ach Quatsch, ich rufe die Feuerwehr, sagt dem Bescheid, dass die da hinfliegen sollen. So, Herr. Auf Sie würde dann, warten Sie, was hatten Sie für 805. 805.000, ich würde sagen, naja, dann machen wir mal. Sie haben da relativ plausible Erklärungen gehabt. Machen wir mal. Machen wir mal. 550. Ne? Ja, das sind Sie in der Lage, ja. Die 550 zu zahlen? Das ist ja noch ganz viel für einen. Warum bin ich da rausgefallen? Haben Sie mich da rausgezogen? Ja. Nee. Du hast den Lili geschottet. Du hast mich da, ich bin rausgestiegen worden. Du hast mich da rausgezogen. Alter, ich hab gar nichts gemacht. Ey, Sebo, ey, jetzt mal out of RP, das ist voll asozial, gell? Ey, ich hab nichts gemacht, ich hab bloß Shift gedrückt, mehr nicht. Das ist echt voll asozial, ey, dankeschön. Du kriegst kein gutes Gefühl. Kannst du gerne sehen, ich bin nicht abgesprungen oder rausgestiegen. Du hast mich da rausgezogen! Sie sehen ja gerade, dass ich geldlos bin, deswegen müssen wir doch 800.000 machen. Ich hab gehört, wir machen ein Lagerfeuer, wo ich hab Würstchen dabei, möchte jemand. Wir haben auch ein paar Marshmallows. Das ist so ein Asi-Ding. Ich hab dich am Boden schon rausgezogen, da konnte der Heli noch gar nicht, da ist der noch gar nicht gestartet. Ach, das, ja, wahrscheinlich das Server gelegt und dann hast du mich später rausgezogen. Da war der noch nicht in der Luft. Ja, wahrscheinlich hat das Server geleckt und dann hast du mich später erst rausgezogen. Du rennst einfach, oder? Keine Ahnung. Ja, nicht mal die Kette, der kommt hier, es ist wirklich super, ey. Ja, guck, das liegt alles an Ihrem Kollegen, ja. Der hat mich rausgezogen aus dem fliegenden Helikopter. Der Fliegen, Scheißdreck, vom Boden. Alfred Pimmelneumann hat mein Heli, Fick dich. Sie haben doch eben auch abstürzen lassen. Sie haben doch eh hier fast eine Waffe im Dorf. Ihr Kollege hat mich da rausgezogen, wo ich am Start hin war. Wer hat denn gesagt, dass Sie da einsteigen dürfen? Der war ja am Boden. Ne? Der war offen. Der war aber nicht in der Luft. Das heißt nicht, dass man da einsteigen darf, wenn er offen ist. Der und? Was auf dem Boden liegt, darf man sich nehmen. Ich würde sagen, sofort einsperren. Darf man nicht. Einsperren? Wie bitte? Ja, wissen Sie, wie das Ding kostet? Das können wir doch nie im Leben bezahlen. Das ist unsere Idee. Ja. Möchte ich auch nicht. Sie haben mich ja rausgezogen aus der Kerre. Ja, Ola ist ein großer Fang. Ich wette, 10.000, das ist dann jetzt drauf. Feuermann, wir brauchen meine Weste. Feuermann. Okay, warte, ist im Fahrer. Hilfe, da ist Feuer. Feuermann. Hallo. Hier eine Weste, Feuer. Hier auf dem Boden. Mach hin, Mann! Schnell! Oh, Mann, ey. Mann, was für Reflexe haben die denn? Das gibt's doch hier nicht. Die Feuerwehr, Junge, boah. Ich hätte Angst vor dem Feuer. Ja, deswegen auch die Weste, die sollen sie anziehen und zack, einpacken. Ja, also, ich würde gerne den Job tauschen, ja, das ist eine Lüsche da hinten. Wenn die haben Angst haben, dann haben sie halt. Ich würde dann gerne zur Polizei wechseln, die sind wenigstens kompetente Leute. Auf der Karte einen kleinen Punkt. Und da fliegt er mal bitte hin und da stehen zwei Hammets, die könnt ihr einpacken, okay? Ha, geil, geil. Ja, natürlich. Ist meine Arbeit. Arbeit! So, über Cannabisverarbeitung. Da ist ein weißes Ausrufezeichen. Ich hätte sie den beiden auch schon die Schlüssel gegeben. Ah, okay. Finden Sie. Welcher Verkackte von euch hat mich jetzt getasert? Ich! Okay, wir wünschen noch einen schönen Tag. Ja. Das war's. Nee. Ob ich jetzt. Ah, zum Glück haben sie aber die LKWs nicht eingepackt, ne? Hä? Dann ist ja schon mal was. Achso, stark noch meinst du, ja. Ja. Der wäre halt nochmal eine Million gewesen, ne? Oder anderthalb. Ah. Der hat groß irgendwie drücken wollen.
Ich hab doch 3 Cops von denen erschossen. Mach's wie ich. Von 860.000 oder wie viel das waren, bis 550. Tja, wir haben sie auch 300.000 erlassen. Ah, ich hätte das bestimmt noch weiter runterbekommen, hat du erst in seine Hellcat geschrottet. Da war ich dann zu kleben. So, sehr verdammt uncool, ey. Ja, der Hubi hat mich aus dem Ding rausgezogen. Ja, schön, ist mir doch egal. Ja, und? Hättest mal Heli im Arsch. Ja, hätte ich mich der Hubi nicht rausgezogen, wäre kein Ding gewesen. Dann stell den wieder in meine Garage, Seppo. Kann ich nicht, habe ich keine Rechte für. Kannst du nicht, hast keine Rechte für. Ich habe keine Rechte für die Konsole. Laber kein Scheiß. Hab ich nicht. Frag Audio. Du bist echt ein Held, ey. Und wenn mich Hubi, ja, aus dem Helikopter rauszieht. Das ist doch schon assi, ich meine, wir hatten hier ein einigermaßen schönes RP und du schrottest meine Hellcat, also. Ich hab den nicht geschrottet, ich wäre damit bloß weggeflogen, hätte die auf einer Insel abgestellt. Ja, ist in Ordnung, gut. Gibt's da nicht irgendwie eine Chance, dass du das aus der Staatskasse hier ersetzt bekommst? Ja, dafür haben die genug. Ja, vor allem, der Carlos, ne, der hat mal gesagt, die haben schon fast 1 Milliarde, oder dürfen jetzt schon die Milliarde geknackt haben. Wenn sie für 3-4 Millionen doch machst du eine scheiß Hälfte. Verdienen am Tag so viel durch die Bußgelder.